Servus zusammen. In der heutigen Sendung möchte ich dir das Thema Vermögensaufbau mit ETFs vorstellen. Eine Core-Satellite-Strategie, die du für dich selbst zusammenbauen kannst. Bleib dran! Investment Traders. Zunächst einmal musst du natürlich wissen, welche Risikoneigung du hast, um ein ETF-Portfolio zusammenzubauen. Ich habe dir hier mitgebracht eine Excel-Liste, das ist die Liste aus der finanziellen Freiheit, denn dieses Video für die Risikoklassengestaltung gibt es bereits, habe ich dir unten in die Videobeschreibung verlinkt. Jetzt geht es hier nochmal explizit darum, wenn du jetzt ein ETF-Portfolio aufbauen möchtest, wie du rangehst. Ja? Du siehst zum Beispiel, die ETFs sind grundsätzlich grün in der Risikoklasse, ja, also ein relativ überschaubares Risiko, und dieses Gesamtkonstrukt deines ETF-Portfolios kannst du wiederum neu gestalten. Du kannst sie natürlich in Orange und Rot nehmen, das heißt, du hast eine höhere Risikoneigung. Das ist das, was du dir grundsätzlich erstmal überlegen musst. Welche Risikoneigung habe ich? Möchte ich moderat investieren, ja, Vermögensaufbau funktioniert moderat natürlich genauso wie mit einem Orangen, also mit einer höheren Risikoklasse. Wie geht es jetzt in sich zusammen? Du hast einen Anteil X. Wir lassen jetzt mal die Anteile der restlichen Assetklassen aus, darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um das Portfolio nur für die ETFs, ja. Und jetzt, weil ich bin in verschiedenen Foren und lese dann immer, was haltet ihr von 70-30, 80-20, ja, was bedeutet das? Das ist eine Core-Satellite-Strategie. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du dir selbst diese Core-Satellite-Strategie am besten für dich zusammenbaust. Du musst dir vorstellen, der Core ist aus dem Englischen übersetzt der Kern, ja. Darum geht es. Der Kern ist die Basis deines Portfolios, ja. Und du hast verschiedene Satelliten außenrum, ja, die dann in Gesamtheit dieses Portfolio ergeben. Die Satelliten sind natürlich immer kleiner. Die sind kleiner, haben verschiedene Werte, haben verschiedene Risikoneigungen. So kannst du dir das vorstellen. Das ist gemeint, wenn Leute sprechen von einem Core-Satellite-Portfolio. Wir gehen jetzt mal hier durch, und zwar sehen wir, wie kann man sowas aufteilen. Du kannst natürlich innerhalb deines ETF-Portfolios 10, 15 oder auch 5 ETFs wählen, die für dich geeignet sind. Aber wie kannst du jetzt vorgehen? Denn du weißt ja noch gar nicht, auf was du Wert legst. Wir besprechen heute nicht die Abbildungsmethode oder die Ausschüttungsart, denn dazu gibt es bereits Videos, die habe ich dir unten verlinkt. Das muss dir bereits im Vorfeld klar sein. Okay, dafür musst du diese Videos schauen, um dich darauf vorzubereiten. Jetzt geht es nur darum, wie du dir dieses Portfolio zusammenbaust, damit auch du langfristig von den ETFs und damit dein Vermögen aufbaust bzw. wachsen lassen kannst. Und das relativ risikolos, also mit moderatem Risiko nennen wir es, okay? Also du hast einen ETF und du brauchst jetzt eine Basis, dieser Kern, um den dreht es sich. Und dieser Kern ist natürlich im Regelfall groß, ja? Die kleinen Satelliten sind klein, der Kern ist groß. Also kannst du dir vorstellen, du brauchst eine Basis eines ETFs, zum Beispiel eines World ETFs. Da gibt es natürlich auch verschiedene, zum Beispiel mit China, mit Indien, ohne diese Schwellenländer. Das musst du für dich erstmal selbst herausfinden, ja? Denn es ist ja so, dieser Kern bildet den Hauptteil deines Portfolios ab, ja? Und den kannst du jetzt gewichten von, sagen wir mal, 50-70%, ja? Das ist so diese Grundannahme, ja, und diesen gewichtest du höher als die anderen Satelliten. Und jetzt kommen wir zu den Satelliten, und es ist jetzt ganz wichtig, denn es gibt keine Erfolgsstrategie bei den ETFs. Ein Exchange Traded Fonds wurde ja entwickelt für Privatanleger, um ganzheitlich von verschiedenen Indizes zu profitieren, ja. Das heißt, ein ETF beruht sich immer auf einen Index, und es gibt 1000 verschiedene Indizes, ja. Zum Beispiel einen Index auf Wasserstoff, einen Index auf Cannabiswerte, einen Index auf IT-Sicherheit. Jetzt musst du dir überlegen, okay, was ist wohl die Zukunft? Denn nur so kann man jetzt vorgehen, ja? Es gibt kein Erfolgsrezept, okay, du musst
20% Schwellenländer, 10% Indien, 50% die gesamte Welt. Nein, man kann auch natürlich über verschiedene Branchen gehen. Branchen und Länder, ja. Man kann auch zum Beispiel Dividenden-ETFs mit reinnehmen. Das ist die Frage, die du dir stellen musst, ja. Also, 50% sagen wir mal jetzt der Basiskern, ja, der Core, der World ETF. Und jetzt hast du vielleicht noch vier Möglichkeiten, also du möchtest noch vier ETFs dazu nehmen, um sehr breitflächig aufgestellt zu sein, ja. Und du möchtest ein mittleres Risiko, also hier orange wird es werden, ja. Denn die verschiedenen Branchen haben natürlich Unterkategorien oder die verschiedenen Länder, zum Beispiel Emerging Markets, ja, das sind hochrisikoreiche Indizes im Vergleich zu einem World Index, ja. Deswegen wird es dann so gewichtet. So, jetzt brauchst du noch vier weitere für dich, für dein Portfolio. Jetzt musst du überlegen, was macht für dich persönlich Sinn? Möchtest du zum Beispiel ein Themen-ETF? Ein Themen-ETF wäre zum Beispiel ein Dividenden-ETF, ja? Ein ETF nach einer Anlagestrategie für ein Dividenden-ETF. Wir können auch hier auf Just ETF das natürlich suchen. Wenn du hier klickst auf ETF-Suche, kannst du hier natürlich auswählen en masse. Also du hast Immobilien, du hast Kryptowährungen, Rohstoffe, Edelmetalle, Anleihen oder die Aktien selbst. Ja? Du kannst zum Beispiel die Aktien dann wiederum kategorisieren. Ja? Welche Aktienstrategie möchtest du haben? Ja? Zum Beispiel. Hier steht zum Beispiel die Dividenden. Ja? Das heißt, es gibt natürlich auch Dividenden-ETFs, die vorrangig das Anlagethema Dividenden suggerieren, ja. Und das heißt, sie nehmen einen wichtigen Aspekt in deinem Vermögensaufbau ein, denn die Dividenden sind eine Art passives Einkommen, die du auf jeden Fall nutzen kannst, ja. Meinetwegen hast du jetzt also dich entschieden, du möchtest einen Dividenden-ETF für einen regelmäßigen Income, ja. Und wenn wir jetzt hier die Dividenden-ETFs anklicken, dann können wir hier noch auswählen, wie möchte ich denn die Ausschüttungsart haben? Und du siehst hier die Ausschüttungsart ausschüttend, dass die Dividenden der jeweiligen Unternehmen in dem Index die Dividenden auf dein Depot ausschütten. Ja, das ist natürlich ganz klar ausschüttend. Und deswegen ist es hier überproportional stark, denn wenn sich jemand auf Dividenden fokussiert, dann möchte er das Cash auf seinem Konto und möchte es nicht automatisch reinvestiert haben. Ja? Also zum Beispiel eine ausschüttende Variante. Und hier kann man dann natürlich noch weiter vorgehen, zum Beispiel die Basiskennzahlen erstmal zu vergleichen. Auch das ist jetzt nicht Teil des Themas, denn unten habe ich dir dafür das Video verlinkt, haben wir bereits besprochen. Ja? Hier soll es darum gehen, wie du dir persönlich dein Core Satellite ETF Portfolio aufbaust. Also, du hast zum einen jetzt den Kern, den World, dann hast du ein Dividenden ETF. Dann möchtest du zum Beispiel noch ein Emerging Markets. Du siehst, Potenzial in den Emerging Markets, in Indien, in China, in Schwellenländern, die natürlich risikoreicher sind, denn das Bruttoinlandsprodukt dieser Schwellenländer schwankt oft stark, haben aber auch überproportional starkes Wachstum. Und dafür ist zum Beispiel Indien nicht schlecht. Ja, habe ich hier ausgewählt. Du siehst natürlich hier, die beziehen sich natürlich auf den indischen Index. Ja, und hier gilt es natürlich auch wieder zu überprüfen, was sind die Basiskennzahlen. Um einmal zu verstehen, warum Indien so wichtig ist, oder es ist ja nur ein Beispiel, ja, aber ich habe Indien im Fokus, denn das indische Bruttoinlandsprodukt ist enorm stark im Wachstum. Hier wird sogar spekuliert, ob denn nicht Indien besser ist als China. Aber das musst du dir selbst überlegen. Es gibt kein Erfolgskonzept, das außerordentlich bestens performt, ja. Weiter im Thema, und zwar haben wir jetzt den Core, den World ETF. Dann haben wir ein Satellite, die Dividenden. Der zweite Satellite ist Emerging Markets in Form von Indien. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ja? Jetzt haben wir einmal einen Länder-ETF. Ja? Den World ETF bezieht sich natürlich auf die ganze Welt. Dann haben wir einen Themen-ETF, die Dividenden. Jetzt haben wir einen Land-ETF, die Emerging Markets. Und jetzt bleiben noch zwei übrig. Welche kannst du wählen, zum Beispiel einen weiteren Themen- oder Branchen-ETF und oder natürlich einen Länder-ETF. Du kannst natürlich auch auf eine Anlagestrategie gehen. Ja? Wenn wir hier wieder zurückgehen, dann siehst du natürlich die Anlageklassen und die Aktienstrategie dahinter. Und du siehst auch hier kannst du wählen, ja, Momentum oder ESG, also nachhaltige Anlagen, ja.
Oder Mid-Cap, ja. Mid-Cap sind ähnlich wie Small-Caps natürlich risikoreicher, ja. Ein Small-Cap-ETF zum Beispiel ist auch gar nicht so verkehrt. Warum nicht? Aktuell sind die Zinsen sehr hoch, ja. Und du musst dir überlegen, das ist wie ein Zinszyklus, ja. Der Zyklus verläuft aufwärts und abwärts. Und jetzt ist das Problem, dass sich gerade Small-Cap-Unternehmen mit einer sehr geringen Market-Cap nicht viel Geld leihen können, um weiter zu wachsen, um sich zu entwickeln, um zu investieren, weil das Geld, das sie sich leihen müssen, extrem stark verzinst wird. Wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen wieder sinken, dann haben diese Small-Cap-Unternehmen deutlich mehr Chancen, wieder Potenzial zu wachsen. Nur mal so eine Idee. Also suchst du dir zum Beispiel einen Small-Cap-ETF. Und auch hier wieder kannst du natürlich anhand den Basiskennzahlen vergleichen, was möchtest du, ja? Zuerst einmal hier natürlich thesaurierend, also automatische Wiederanlage oder ausschüttend. Das ist natürlich ganz klar. Dann gehst du weiter vor Fondsgröße zum Beispiel. Hier musst du natürlich schauen, die Small Caps sind natürlich in der Regel gar nicht so groß. Ja, also ich würde schon hier trotzdem Richtung über 500 Millionen. Dann kommt die Replizierungsmethode, vollständig und das Sampling. Aber genau das habe ich dir bereits in den Videos schon erwähnt, ja. Und jetzt sehen wir das, was hier übrig bleibt und ein erster Blick, ja, das ist ein erster Blick, ein Denkanstoß für dich, dass du hier vergleichst, wie hoch ist die Total Expense Ratio und welche Small Cap Unternehmen stehen denn hier im Fokus, ja, die der ganzen Welt, die aus dem Russell 2000, die aus dem S&P 600 oder hier zum Beispiel nur Europa. Und so musst du vorgehen, um für dich das perfekte Core-Satellite-Portfolio zusammenzubauen. Also haben wir Small Caps jetzt auch mit drin. Wir haben den Core, den World. Wir haben ein Themen-ETF und zwar die Dividenden. Der dritte ist ein Länder-ETF mit Indien. Der vierte ist eben ein Small Cap-ETF, den du dir noch aussuchen kannst. Und zu guter Letzt Nummer 5, weil wir wollten ja 5 für unser perfektes ETF-Portfolio, um Vermögensaufbau zu erzielen, ja, und das Risiko schon bewusst höher bewerten, also im mittleren Bereich, ja. Das letzte, was jetzt noch kommt, ist natürlich die Möglichkeit, einen Sektor-ETF hinzunehmen, ja. Einen Sektor-ETF, musst du dir vorstellen, den nutzt man hauptsächlich und vorrangig dafür, wenn man nicht in der Lage ist oder man meint, einen bestimmten Sektor höher gewichten zu wollen und nicht in der Lage ist, eine einzelne Aktie aus diesem Sektor herauskristallisieren zu können, weil dieser Sektor erstens enorm breit ist oder zweitens natürlich jung im Wachstum ist. In diesem Beispiel geht es aber hier und darum, aus einem Sektor einen ETF abzubilden. Und dann muss man sich die Frage stellen, was wird in Zukunft wohl wichtig? Da streiten sich natürlich die Meinungen drüber und es gibt da auch hier kein Erfolgsrezept. Aber das Thema Technologie steht natürlich nach wie vor im Vordergrund. Ja, und das wird auch die nächsten 10 Jahre im Vordergrund stehen und die nächsten 20 und 50 Jahre. Natürlich zum Beispiel auch Basiskonsumgüter. Ja, das bleibt natürlich immer ein Fokus in der ganzen Welt, ja, denn die Leute müssen essen, die müssen trinken, die müssen konsumieren, ja, das liegt in der Natur der Dinge. Aber mit einem Technologie-ETF hat man natürlich deutlich mehr Chance, hier überproportionale Renditen zu erzielen und das ist der uns in diesem ETF Core Satellite Strategieportfolio jetzt fehlt. Wenn wir die Technologie auswählen, dann können wir auch hier wiederum in den Ländern selbst wählen, ja. Also wir haben zum Beispiel auch in Deutschland welche oder in China 3 Stück oder vorrangig natürlich in den USA, ja, der größte Finanzmarkt der Welt, ja. Und da sehe ich am meisten Potenzial, ja. China natürlich auch, aber wir haben bereits einen ETF, der in den asiatischen Raum geht, Indien. Und du musst aufpassen, dass du hier dich nicht zu verkomplizierst und dass das Risiko deines gesamten Portfolios nicht zu groß wird, ja. Also die meisten Unternehmen sind in den USA ansässig und auch natürlich hier gehst du wieder vor, möchtest du ausschütten und thesaurierend. Und das ist in dem Video, das ich dir unten verlinkt habe, enorm wichtig, denn hier gibt es deutliche Unterschiede nämlich mit der Vorabpauschale. Das wirkt natürlich sich ungemein auf deine Investments aus. Und hier kann man natürlich dann wieder auch vorgehen, die Total Expense Ratio versus zum Beispiel die Performance. Die Fondsgröße muss natürlich hier auch im Vordergrund stehen, denn die Fondsgröße entscheidet über die Profitabilität eines ETFs. Und natürlich
entwickelt sich das erst über die Jahre. Also natürlich hat ein ETF, der 1 oder 2 oder 3 Jahre alt ist, nicht über 1 Milliarde Euro Fondsgröße. Muss dir auch klar sein. Aber hier würde ich auch auf die Fondsgröße eben achten, ja. Und wir sehen jetzt im Vergleich den Xtracker MSCI US Information Technology ETF, ja, der sticht hier raus, eine große Fondsgröße, relativ wenig Total Expense Ratio, also die Kosten, die auf dich zukommen, im Verhältnis zum Beispiel zu dem nächstgrößeren, hier den Invesco EQQQQ Nasdaq ETF. Das heißt, dieser ETF bezieht sich natürlich auf den Nasdaq selbst, während hier alle Unternehmen aus der USA in der Informationstechnologie mit integriert sind. Also auf den ersten Blick erscheint mir dieser Xtracker ETF dann hier womöglich am besten zu passen. Und du siehst auch hier in der Beschreibung, welche Bedingungen hier erfüllt sind, damit du in diesen ETF investierst, ja? Und so konnte ich dir heute am besten zeigen, wie du dir selbst ein passendes Portfolio mit dem Core-Satellite-Strategie aufbauen kannst. Denn es macht keinen Sinn, in irgendwelchen Facebook-Foren zu fragen, 70, 30, was meint ihr, passt das? Na, letztendlich musst doch du entscheiden, ob das für dich passt. Welche Möglichkeiten möchtest du ausnutzen und wie hoch soll deine Risikoklasse sein? Und jetzt machst du dir Gedanken und baust drumherum um den Kern die Satelliten auf und hast ein ETF-Portfolio, das mit einem 50%igen Kern ausgestattet ist, der relativ moderat im Risiko ist, ja, relativ sicher, und zwar dieser World ETF. Und dann gehst du rum und baust dir diese Satellites auf, die durchaus höher gewichtet sind in der Risikoklasse, ja. Auch hier kannst du natürlich entscheiden, nimmst du alle zu 10%, machst du einen 20% und wählst die anderen in 5% aus. Aber das sind nur feine Details. Wenn du 50 und 4 mal 12,5% machst, so hast du die Aufteilung, das heißt ein Kern mit 50 und die anderen 4, die wir heute erarbeitet haben, 12,5%, kommst du eigentlich richtig gut rum und du hast ein perfektes Core Satellite ETF Portfolio und musst keine Facebook Community mehr fragen. Es sei denn, du willst mich persönlich fragen. Dafür gibt es auch hier unsere Facebook Gruppe, die habe ich dir unten verlinkt. Gerne eintreten, Fragen stellen, Fragen beantwortet bekommen, Wunschvorschläge für Videos zum Beispiel. Alles kein Problem. Wir sehen uns wieder nächste Woche.